Vor etwa 40 Jahren wurde das Buch Männerfantasien des Kulturtheoretikers Klaus Teweleit viel diskutiert. Es beschrieb einen Männertyp, der in letzter Konsequenz auch den Nationalsozialismus ermöglicht hat. Ende November erschien nun eine Neuausgabe des Werks mit einem aktuellen Nachwort des Autors. In dem Buch blickt Teweleit besonders auf die männliche Subjektwerdung und darauf, welche Rolle der männliche Körper in diesem Zusammenhang spielt. Er wertete dazu unzählige Briefe und Schriften von Freikorps und deutschen Soldaten aus den 20er und 30er Jahren aus. Daraus entwickelte er seine These vom nicht zu Ende geborenen Mann und dem entsprechenden Fragmentkörper. Bedient hat er sich unter anderem der Theorien der US-amerikanischen Psychoanalytikerin Margot Mahler. Im Zuge der Wiederveröffentlichung von Männerfantasien war Klaus Teweleit Anfang Dezember an der Volksbühne in Berlin geladen. In dem Gespräch ging es um die zentralen Thesen seines Werkes, um ihn selbst und um seine Biografie. Es gab wenig Literatur, wenig Untersuchung. Es gab paar Romane, es gab Erinnerungen von Holocaust-Überlebenden. Aber es gab wenig Beschreibungen dessen, was tatsächlich in den 20er, 30er Jahren, 40ern passiert war, dass diese Sorte Faschismus, der dann in Deutschland herrschte, diese Sorte Macht bekommen konnte und diese Kraft sozusagen ganz Europa zu überrollen und in die Tasche oder in Gräber zu stecken. Um es genauer zu sagen, der Hintergrund davon war, also ich bin 1967 nach der Ermordung von Benno Ohnesorg, die ja hier nicht weit weg von hier stattfand, in den SDS eingetreten in Freiburg, und dann daraus ergab sich 3 bis 4 Jahre, habe ich fast nichts anderes gemacht, als was man heute Aktivist nennt, ne, politische Arbeit im SDS. Und wir haben uns nicht direkt mit dem Dritten Reich auseinandergesetzt. Es ging Unisachen, wir wollten die Uni revolutionieren, antikolonialer Kampf, und diese Sachen standen im Vordergrund. Aber im Hintergrund bei allen war diese Geschichte, was haben unsere Eltern im Dritten Reich mit den Juden gemacht. Und mir war im Verlauf der eigenen Entwicklung klar geworden, also meine Eltern waren, mein Vater war Eisenbahner, Waldbahnhof in Ostpreußen, keins der südlichen Gebiete, wo die Transporte nach Auschwitz und so weiter durchgingen. Damit hatte er direkt nichts zu tun. Aber Antisemiten waren die beide. Er, ein cholerischer Typ, der die Kinder prügelte, um was aus ihnen zu machen. Und beide mit großem Zittern, immer wenn es auf Sexualität zu sprechen kam. Tabu, nichts sollte nicht sein, schlepp mir bloß kein Kind an. Und das war die sogenannte Aufklärung. So Zeug. Und ich war selbst ein relativ aufbrausender Typ. Ich habe gesehen, wie meine älteren Geschwister geprügelt wurden, habe versucht, dem auszuweichen, gelernt, wie man dem ausweicht. Man musste gute Noten in der Schule haben, sonst kriegte man gleich was und solche Sachen. Und man hat was davon im eigenen Körper, ne? Der Alte wollte gern, dass ich Offizier werde. Das wollte ich nur, als die Bundeswehr wieder zugelassen war, das wollte ich nun wirklich nicht. Und was war das mit einem selber? Also das war nicht nur jetzt eine Faschismustheorie machen, sondern kapieren, was das für eine Generation war, die einen großgezogen hat, sich um einen gekümmert, sich um die 6 Kinder gekümmert, keine eigenen Ansprüche gestellt, nie Urlaub, man sollte was werden, aber wenn irgendwas nicht lief, reingeschlagen und die Nazis verteidigt. Und bei den Juden, als ich 14 war, damit konfrontiert habe, was passiert, ja, dann sagten sie, ja, 6 Millionen, das war ja ein bisschen zu viel. Die hätten ja weggehen können, hätten ja weggehen sollen. Weg sollten sie, das war für sie keine Frage. Das war ein bisschen viel, aber überhaupt keine Emotion, total kalt. Aber wenn jemand erzählte, dass in Russland deutsche Lanzer von Partisanen erschossen wurden, dann fing er an zu heulen. Da war die Emotion. Und
das führte dazu, dass man, als man älter wurde, etwas und ein bisschen klarer im Kopf durch andere kulturelle Einflüsse, und das war Amerika, das war Jazz und Rock'n'Roll und Kino, dass man feststellte, also ich stellte das jedenfalls fest, ich lebe unter Manifest Verrückten, ne, die mich da, ja, die uns da großziehen. Ne, das, und das spielte immer eine Rolle. Das sagt Klaus Teweleit zu sich und seinem Werdegang hin zu seinem bedeutenden Werk Männerfantasien. Nicht nur, dass der Autor unter Manifest Verrückten gelebt hat, auch die Faschismustheorien seiner Zeit erschienen ihm wenig hilfreich, um die faschistische Lust am Morden zu begreifen. Ich las diese Texte von diesen Freikorpsleuten und sagte, ich kann nicht über die schreiben, ehe ich mehr weiß. Also her mit den Kampfberichten, Tagebuchaufzeichnungen, Biografien, davon gab es eine ganze Menge, und stellte fest, mit dem, was es an sogenannter Faschismustheorie gibt, kann man nichts anfangen. Ne? Man kann, was in den meisten Büchern stand, also Thyssen, die Großindustrie kauft Hitler und daraus entstehen die Institutionen und die SA wird entmachtet, weil die Wehrmacht etc. etc. alles Sachen, die stimmen. Aber damit war kein bisschen beschrieben, warum diese Leute so agieren. Ne? Woher die lustvolle Schilderung an Morden, insbesondere gegenüber Frauen, diese Lust an Körperzerfetzung. Klaus Teweleit spricht von den Unzulänglichkeiten damaliger Theorien, die Lust an Körperzerfetzung zu begreifen. Er selbst hat daraufhin den männlichen Körper an sich in den Blick genommen, in diesem Fall den Körper des soldatischen Mannes. Mittels Rückgriff auf die Psychoanalyse und hier insbesondere auf die Kinderpsychologin Margot Mahler entwickelt er seinen Begriff des Fragmentkörper. So war das Reden untereinander. Also man sagt, manche bleiben stehen, ne? Der verändert sich überhaupt nicht, da passiert gar nichts. Und andere verändern sich, da passiert was. Und das waren körperliche Veränderungen. Das waren Veränderungen, die man machte durch Berührungen mit anderen, mit Reden, mit Umarmung, auch mit Streit, mit allem möglichen Krach, Eindringen in den anderen. Die waren ziemlich grob auf der Ebene, nicht rücksichtsvoll oder so, sondern ne, den anderen umgrabend, und man ließ sich auch umgraben. Und es war absolut klar, niemand verändert sich ohne körperliche Veränderung. Ne, inzwischen kann ich das besser theoretisieren. Die Körperzellen verändern sich tatsächlich durch bestimmte Musik und durch Beziehungen und durch Berührung. Das ist nicht eine Idee. Das ist tatsächlich die Veränderung. Und heute kann ich mich beziehen auf Leute wie Antonio D'Amejo, die das von neurobiologischer Seite her unterstreichen und sagen, alles, was an einen rankommt, trifft erstmal auf den Körper. Es geht über Körperlichkeit und nicht über Geist und Veränderung im Denken oder irgendwie sowas. Und das genauer, der Fragmentkörper, wo kommt der rein? Da wäre ich von mir aus nicht drauf gestoßen. Natürlich hatte ich zuerst versucht, das, was da an Gewalttaten vorliegt bei den Leuten, mit Freudscher, mit Begrifflichkeit zu beschreiben. Analsadismus und was da auftaucht und ähnliche Sachen, und es ging nicht. Und dann hatte ich all diese Äußerungen von denen gesammelt, wo immer von Schlamm und Schleim und Brein und Matsch und Körperzermatschung die Rede war und ähnlichen Dingen. Und ich sah diese Lust, die da auftaucht bei denen, dass sie ihren Körper, den sie als unvollständig und brüchig empfinden, zusammenfügen durch Gewaltakte. Vorläufer Drill, militärische Drill, der ihnen sowas wie eine Körperganzheit verpasste. Und fast die einzigen lustvollen Situationen in diesen Texten, immer Zerstörung anderer. Und als ich das so weit gesammelt hatte, und meine Frau hat die Sachen gelesen immer und hat dann irgendwann gesagt, ja guck mal hier, was wir gerade in der Klinik lesen, das war schon 75, Buch von Margaret Mahler, Symbiose und Individuation, und da beschreibt sie ihre Therapie und entwickelt bestimmte Theorien daraus mit adolescenten Patienten und sagt, was sie da beschreibt, die Gewaltausbrüche dieser gestörten Kinder, ne, die zu einem Gefühl der Körperganzheit nicht kommen können, außer durch Gewaltausbrüche. Sagten sie, das ähnelt doch womöglich dem, was du da an deinen Soldaten beschreibst. Guck das doch mal an. Und dann habe ich mir das angeguckt und tatsächlich so viel überraschend viele Parallelen entdeckt, ne, wo das tatsächlich ging. Ne, also wie wenn beschrieben wird der Gewaltakt eines sogenannten psychotischen Patienten,
wenn so und so und so Gläserflaschen auf dem Tisch standen bei der vorherigen Sitzung mit der Therapeutin und da standen nicht genau wieder so da und es gab den geringsten Konflikt, dann flippten die aus. Alles vom Tisch oder an die Wand oder mit dem Kopf gegen die Wand rennen, Selbstverletzung, solche Dinge. Das habe ich später bei diesen Soldaten beschrieben als die Wahrnehmung leerer Platz. Sie schießen in der Demonstration, alles spritzt auseinander, die Bedrohung ist weg. Vielleicht liegen ein paar Leichen da, ein paar erschossene Arbeiter oder Frauen, aber sonst leer. Nichts mehr, was von außen eindringt, nichts mehr, was sie bedroht. Und dann brechen sie in Gelächter aus, in zwanghaftes, wahnwitziges Gelächter und fühlen sich in dem Moment heil und mächtig. Und bei Margit Mahler taucht dann für diese Patienten der Begriff Fragmentkörper auf. Negativ behandelt als Kind, in welcher Form immer, meistens Prügel und vieles mehr. Keine genügende Besetzung libidinöse der Körpergrenzen, der Außenhaut. Das heißt, diese Menschen wissen nicht, wo sie übergehen ins Äußere. Das Äußere dringt in sie ein und schützen sich. Das unterscheidet sie denn von den sogenannten psychotischen Patienten, die leiden und sind krank. Sie kommen über ihren Körperpanzer, werden sie sozusagen realitätstüchtig. Nicht? Wilhelm Reich, der Begriff, ne? Panzer, den ich übernommen habe. Da, ne? Sie werden so mächtig, dass sie nicht einfach zusammenbrechen, sondern ihre Zusammenbrüche mit Gewalt gegen andere bekämpfen und daraus Herrschaftsansprüche machen. Herrenrasse, wir sind die Herrscher über Europa. Insofern, also ohne die Kinderpsychoanalyse wäre ich auf diesen Begriff Fragmentkörper, der dann bei mir zentral geworden ist, nicht gestoßen. Das sagt Klaus Teweleit über den Versuch, den Fragmentkörper des Mannes mittels Gewalt zusammenzufügen. Er spricht von Männern, die ihre Körpergrenzen nicht wahrnehmen, nicht wahrnehmen können, nicht wahrnehmen wollen. Uneindeutiges ist nicht auszuhalten und wird mit aller Gewalt abgewehrt. Lustgewinn und temporäre Heilung eines fragmentierten Körpers durch Tod und Vernichtung. Vorderrangig auch Vernichtung dessen, was als weiblich empfunden wird. Ein Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben, ist, wie denn Weiblichkeit ganz besonders da ins Spiel kommt, wenn sie nämlich die Arbeiter, die ihnen gegenüberstehen, bei Demonstrationen oder Streiks oder so, immer beschreiben unter diesen merkwürdigen Begriffen von Schleim. Schlamm, rote Flut, der Schleim stand uns schon bis zur Unterlippe. Denk, was ist das denn? Da stehen Arbeiter in ihren Blaumännern und das soll Schleim und Sumpf und Brei sein, was soll das? Ne? Bis mir irgendwann klar wurde, das stand in, hier stand ihnen der Schleim und Brei. Das ist ihr Inneres, das hochkommt. Ihre Angst, der Fragmentkörper ist angefüllt mit Ängsten und mit einem diffusen Innern, weil er die Differenzierung in Beziehungen etc., die man braucht, um ein strukturiertes Innenleben zu haben, nicht hat. Das ist ein Wirrwarr aus zugespitzt Blut und Scheiße. Und dieser Wirrwarr wird identifiziert mit Weiblichkeit. Daher kommen diese ganzen Beschreibungen von Weiblichkeit als flüssig, Unterleib als Sumpf, bewohnt von allen möglichen Tieren. Das ist eine direkte, eben nicht nur Projektion, sondern Kehren des eigenen Innern nach außen. Deswegen lieben sie es so, wenn sie Frauenkörper zerfetzen und das beschreiben mit Bajonetten, drin rumwühlen und aufatmen. Nicht in mir ist Blut und Scheiße, sondern Blut und Kot liegt da. Und sie sagen das auch, das taucht direkt in den Beschreibungen auf von zerstörten Frauenkörpern. Da machen sie eine Spaltung in Frauen. Es gibt natürlich auch Frauen, die auf ihrer Seite sind oder die sie mögen. Also die weiße Krankenschwester, die die Soldaten heilt, die Mutter, die ihre Söhne gerne in den Krieg schickt, die Eisenmutter, das so, die, dann die weiße Frau nenne, während die andere, die erotische Frau, und dazu zählen dann ganz schnell die Jüdin, die Zigeunerin, Kommunistin etc., sind körperauflösend. Soweit der Autor und Kulturtheoretiker Klaus Teweleit. Anfang Dezember hat er anlässlich der Wiederveröffentlichung seines Werks Männerfantasien an der Volksbühne in Berlin gesprochen. Das Buch ist über den Verlag Mattes und Seitz erhältlich und kostet 42 Euro. Auch 40 Jahre nach der Erstveröffentlichung lohnt sich eine Auseinandersetzung mit den Gedanken und Schlüssen, die Teweleit auf 1200 Seiten ausbreitet. Um den politischen Feind bekämpfen zu können, muss man ihn verstehen.
Teweleit zeigt, dass die Genese des Faschismus und die lustvolle Hinwendung zu Mord und Vernichtung nicht ohne Blick auf den Mann und den männlichen Körper zu verstehen ist.